Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video angesehen, was anonyme Methoden sind und wie man sie aufbaut. Allerdings wissen wir noch nicht, warum man sie so einsetzt. Das werden wir auch in diesem Video nicht herausfinden, sondern uns mit noch einem noch viel schlimmeren Faktor, der unsere Gehirnzellen sprengen wird, auseinandersetzen, und das ist sogenannte Closure. Was heißt Closure? Ich habe hier in diesem vorherigen Beispiel an die anonyme Methode hier eben einen Parameter mit angeheftet, der eben sagt, dass diese anonyme Methode, wie auch eine andere anonyme Methode auch, eben hier eine Liste von Personen entgegennimmt. Also wenn ich diese anonyme Methode mal ausschreiben würde, dann könnte ich die beispielsweise so schreiben: private static, geben nichts zurück, gibt Personen aus, wir kriegen hier eben eine Liste von Personen, das nenne ich Liste, und genauso mache ich hier in dieser Methode eben, was ich hier oben in dieser anonymen Methode mache. Ja, also das wäre das tatsächliche Methodenpendant zu dieser anonymen Methode. Und ich kann hier statt diesen Delegate auszulösen eben auch einfach hier diese Methode aufrufen. Passiert genau das Gleiche. Es ist aber noch ein Unterschied, der zwischen anonymen Methoden besteht und zwischen normalen Methoden. Es geht nämlich Folgendes. Aufgepasst. Ich nehme von diesem Delegate den Parameter komplett weg. Das heißt, wir haben jetzt eine Action, die eben keine Parameter mehr entgegennimmt. Folglich muss ich natürlich auch hier diese Parameterliste leeren. Und wir sehen hier schon am Code-Unterstützungstool, dass diese beiden Klammern, wenn nach Delegate eben die Parameterliste leer ist, die kann man anscheinend weglassen. Und genau das ist auch der Fall. Das heißt, wir können das hier weglassen. Und wir schieben dieses Stückchen Code hier eben mal in diese Richtung. Jetzt ist die Frage, ja hallo, wie soll ich denn jetzt bitte durch diese Liste von Personen, die ich mir hier erstellt habe, durchlaufen, wenn ich hier gar nicht keinen Parameter kriege, wo diese Liste drinsteckt. Na, der Punkt ist, ich kann hier einfach Personen schreiben. Und das ist jetzt crazy stuff. Das nennt sich Closure auf Englisch. Also hier Closure. Auf Deutsch heißt das Ganze Funktionsabschluss. Aber ich finde, das ist keine gute Übersetzung. Closure heißt einfach bloß im Prinzip, dass sich die Variable aus der umgebenden Funktion und die Variablen in der anonymen Methode eingesetzt werden kann. Ne? Also diese Sachen hier sind sich letztendlich nahe. Was heißt das nochmal ganz allgemein? Wir können in anonymen Methoden auf die Variablen der Methode, in der wir liegen, also hier diese anonyme Methode liegt ja in der Main-Funktion, wir können auf alle Variablen, die eben in Main definiert sind, oder Parameter, es geht genauso, hier innerhalb dieser anonymen Methode zugreifen. Und das wird eben als Closure bezeichnet. Und wenn ich jetzt diesen Aufruf hier mal wieder wegnehme, das Programm ausführe, dann sehen wir, auch hier kriegen wir eben Walter White, Jesse Pinkman, Hank Schrader. Passt. Also es funktioniert noch genauso wie vorher. Der Punkt ist eben, dass wir innerhalb dieser anonymen Methode auf diese Variable zugreifen. Und das ist eigentlich verboten. Also wir können hier nicht in dieser gibPersonen-aus-Methode auf Personen zugreifen. Das geht nicht. Und das ist ein Unterschied zwischen anonymen Methoden und tatsächlichen Methoden. Diese Methode hier hat wirklich bloß auf die Variablen und Parameter Zugriff, die hier eben eben in dieser Methode hier direkt spezifiziert sind. Anonyme Methoden haben zusätzlich die Möglichkeit, dass wir eben hier auf die Variablen und Parameter der äußeren Methode mit zugreifen können.
der Compiler formt das letztendlich um. Also für uns ist das eigentlich Syntactic Sugar. Er sieht eben beim Kompiliervorgang, ah, okay, diese anonyme Methode greift auf eine Variable der umgebenden Funktion zu. Das heißt, ich packe diese Methode eben in, Entschuldigung, diese Variable in eine spezielle Klasse, die ich mir selbst generiere. Und wenn diese anonyme Methode aufgerufen wird, dann gebe ich eben eine Referenz auf diese Variable über diese selbstkompilierte Klasse an diesen, an diese anonyme Methode mit, damit die das ebenfalls nutzen kann. Und also man könnte sich zum Beispiel das verquere Beispiel vorstellen, dass wir hier eben einen anonymen Delegate und eine anonyme Methode erstellen, diese auch in einem Delegate festhalten, aber nicht gleich auslösen, sondern wir geben die beispielsweise zurück. Das kann ja sein. Dann ist quasi unsere Main-Funktion jetzt hier in diesem Fall beendet. Also nehmen wir mal an, das ist nicht Main, sondern die Methode ist einfach zu Ende. Unser Programm läuft irgendwo anders weiter. Und von irgendwo anders wird dann über diesen Delegate, den wir hier beispielsweise als Rückgabetyp eben zurückgegeben haben, diese anonyme Methode aufgerufen. Währenddessen ist dieses Ding hier schon out of scope. Ja, also das muss man sich erstmal im Kopf klar machen, dass hier eigentlich schon ziemlich Magic am Start ist, wenn wir hier Clojure benutzen. Ja, also das heißt ja nicht, bloß weil ich hier diese anonyme Methode definiere, dass ich sie zwangsweise auch hier auslöse und damit diese Variable auf dem Stack noch existiert. Der Punkt ist ja, dass diese Methode schon out of scope ist und damit diese Variable vom Stack schon längst abgebaut und wir können sie hier drin trotzdem noch nutzen, wenn wir diesen Delegate irgendwann anders aufrufen. Das ist schon ziemlich gut und das ist eben auch der Unterschied, den es hier zu diesen normalen Methoden gibt. Da ist das eben nicht möglich, dass wir das machen. Und genau das muss uns auch eben immer im Kopf sein, dass wir diese Clojure nur bei anonymen Methoden einsetzen können. Ich mache jetzt nochmal ein anderes Beispiel. Und zwar nutze ich jetzt hier eben keinen Referenztyp, sondern einen Wertetyp, eben diesen Int. Und ich erstelle mir hier wiederum eine anonyme Methode über das Delegate-Schlüsselwort. Und was ich hier mache, ist, ich gebe jetzt meine Zahl plus plus aus und dann ein Console-WriteLine mit meiner Zahl. Dann rufe ich eben diesen Delegate auf, meine Methode. Und dann mache ich nochmal ein Console-WriteLine mit meiner Zahl. So, intuitiv würden wir jetzt sagen, okay, Int ist ein Wertetyp, das heißt, es landet in dieser anonymen Methode hier per Call-by-Value. Das heißt, meine Variable sollte hier eigentlich unabhängig davon sein, wenn ich hier meine Zahl inkrementiere. Das heißt, bei diesem Aufruf hier oben sollte eben die 43 rauskommen und bei diesem Aufruf hier unten plus 42. Schauen wir mal, ob das so ist. Also wir erstellen meine Zahl, wir erstellen die anonyme Methode und halten die in einem Delegate fest. Wir führen diese anonyme Methode über den Delegate aus. Wir inkrementieren meine Zahl. Sie ist jetzt 43 und geben das auf der Konsole aus und springen danach raus. Und wir sehen hier, offensichtlich steht hier auch 43. Und der Punkt ist jetzt, wenn wir Clojure einsetzen, haben wir immer Call by Reference. Das heißt, auch hier, nachdem ich eben in der Main-Funktion nochmals meine Zahl ausgebe, sehen wir, auch die ist jetzt 43. Wir müssen also bedenken, Clojure
sorgt immer dafür, dass wenn ich auf diese Variablen hier zugreife, dann verändere ich deren Wert auch für die umgebende Funktion. Wir haben hier nicht Call by Value, wie es eben wäre, wenn ich diese Methode tatsächlich so schreiben würde. Void erhöhe Wert und gib aus. Ich bekomme hier eben einen bestimmten Wert und würde hier eben Wert plus plus machen und dann console.writeLine Wert. Wenn ich diese Methode aufrufe, jetzt beispielsweise hier auch direkt erhöhe Wert und gib aus und ich gebe hier eben meine Zahl an als Parameter, dann sorgt das dafür, dass wir eben hier eine Kopie bekommen. Wir haben hier einen Call by Value. Warum? Weil int ein Wertetyp ist in C# und Wertetypen werden nun mal per Call by Value übergeben. Wir machen hier Wert plus plus und geben dann hier eben diesen Wert aus. Würden wir dann nochmal meine Zahl eben hier auf der Konsole ausgeben, dann kriegen wir den Ursprungswert, den diese Variable eben hier zu diesem Zeitpunkt hatte. Und anders eben bei Closure. Wenn wir Closure in anonymen Methoden einsetzen, ist das immer Call by Reference, auch wenn sich hinter der Variable eigentlich ein Typ verbirgt, der ein Value Type ist. Das sind die wichtigen Dinge, die Sie in Bezug auf Closure wissen müssen. Also nochmal kurz zusammengefasst, in anonymen Methoden ist Closure möglich. Das heißt, wir können auf die Variablen und Parameter der umgebenden Funktion einfach zugreifen, als wären sie unsere eigenen. Der Compiler macht im Hintergrund viel tricky Magic, damit das Ganze möglich ist, soll uns aber nicht kümmern, wie das genau funktioniert. Wichtig ist, wenn wir diese Variablen einsetzen, ist das immer Call by Reference. Das heißt, wenn wir hier diese Variablen verändern, hat das auch Auswirkungen auf die umgebende Funktion. Und damit möchte ich dieses Video beenden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir werden uns im nächsten Video mit Lambdas beschäftigen, die eben eine noch kürzere Schreibweise für anonyme Methoden bereitstellen als diese Delegate-Schreibweise. Und Lambdas sind eben auch die übliche Sache, wie man eben anonyme Methoden schreibt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.